Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Grünen wollen mit ihrem Antrag erreichen, dass die weitere Zulassung von Glyphosat keine Mehrheit in der EU erreicht. Das hat der Kollege Ebner ja gerade aufgeführt. Als Folge davon wäre natürlich, dass ab dem 1. Juli diesen Jahres Glyphosat in allen europäischen Ländern verboten wäre. Was wären denn die Folgen? Es wäre nicht nur ein Problem für die Landwirtschaft, es wäre auch ein großer Nachteil für die Umwelt und auch für die Verbraucher. Das hat das Julius Kühn-Institut in seiner Studie sehr deutlich gemacht, die Sie auch in der letzten Sitzung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft vorgestellt haben. Ein sofortiges Verbot von Glyphosat würde nämlich bedeuten, es muss wieder mehr gepflügt werden, mit allen negativen Folgen für Bodenleben und auch für Bodenerosion. Außerdem würde es natürlich auch zu massiven Problemen beim Resistenzmanagement führen. Entgegen aller Horrormeldungen gibt es nämlich bis heute in Deutschland keine Resistenzen gegen Glyphosat. Und es liegt ganz einfach daran, dass dieser Wirkstoff ganz anders und viel zurückhaltender eingesetzt wird, als das in etwa in Nord- oder Südamerika der Fall ist. Und deshalb sind auch alle Vergleiche, die da herhalten hätten sollen, mit diesen Ländern, mit diesen Regionen, die sind nicht nur sachlich falsch, sondern die sind ganz einfach fehl am Platz. Nach unseren Anwendungsbedingungen, unter welchen das ja erst nur zugelassen werden kann, besteht beim Einsatz von Glyphosat kein größeres Risiko. Es ist nicht schädlicher als das Pflügen. Die einzige Auswirkung auf die Biodiversität besteht nämlich darin, dass die Pflanze, die durch Glyphosat dann abgetötet wird, nicht mehr als Lebensraum für die Mikroorganismen zur Verfügung steht. Das ist beim Pflügen genauso, nur dass hundertfach so viel Diesel verbraucht wird. Ein Verbot des Wirkstoffes würde aber auch für den Gesundheitsschutz nichts bringen. Alle europäischen Bewertungsbehörden haben nämlich festgestellt, dass Glyphosat in der zugelassenen Anwendung kein Krebsrisiko darstellt. Das IARC vertritt mit seiner Einstufung in die Kategorie wahrscheinlich krebserregend eine reine Minderheitenposition. Aber was das IARC nämlich als mit Sicherheit krebserregend einstuft, das sind die Dieselabgase. Wie schon erwähnt, die würden nämlich durch das Verbot von Glyphosat mehr als hundertfach so stark ausgestoßen. Und das finde ich schon typisch, dass von den Verbotsbefürwortern sich niemals jemand für diese Abwägung auch nur im geringsten interessiert hat. Meine Damen und Herren, zugelassen wird ein Wirkstoff in der EU nur dann, wenn die Anwendung nicht zu Gesundheitsschäden führt, wenn er sich nicht im Boden oder im Körper anreichert, wenn er zielgenau wirkt, wenn er nicht das Grundwasser gefährdet und wenn er auch nicht schädlich für Bienen ist. All das müssen die antragstellenden Unternehmen in umfangreichen Studien auch nachweisen. Diese Studien werden dann von den nationalen und auch von den europäischen Bewertungsbehörden geprüft und bewertet. Dieses Verfahren läuft jetzt bei Glyphosat mittlerweile seit 4 Jahren und die zuständigen wissenschaftlichen Behörden sind europaweit eindeutig und auch einmütig zu dem Schluss gekommen, dass der Wirkstoff zulassungsfähig ist. Und wenn die Behörden, wenn diese Bewertungsbehörden zu einem anderen Ergebnis kommen, zu einem späteren Zeitpunkt, so wie Sie das sagten, wenn in 1,5 Jahren beispielsweise eine andere Erkenntnis vorliegen würde, dann kann diese Zulassung auch jederzeit nachträglich eingeschränkt oder sogar auch aufgehoben werden. Auch das ist Teil des Zulassungsverfahrens. Dieser wissenschaftsbasierte Zulassungsprozess soll jetzt nach dem Willen der Grünen abgelöst werden durch politische Willkürentscheidungen. Und das ist mit uns nicht zu machen. Denn es geht ja hier gar nicht um Glyphosat allein. Es geht um den Zulassungsprozess als solchen. Und da sehen wir schon eine große Gefahr, wenn nämlich die Anforderungen bei Zulassungsverfahren
für die antragstellenden Unternehmen in keiner Weise mehr berechenbar sind, dann laufen wir in große Gefahr, dass in Zukunft auch keine Forschung an neuen Wirkstoffen mehr gemacht werden wird. Damit würden wir uns aber auch die Chance auf noch umweltschonendere und noch gesundheitsverträglichere Wirkstoffe nehmen. Das wäre kein Nachteil für die Unternehmen. Nein, das wäre ein großer Nachteil für unsere Gesellschaft, nämlich für die Verbraucher und auch für die Umwelt. In den letzten Jahren ist in Sachen umweltschonender und gesundheitsverträglicher Pflanzenschutz schon viel erreicht worden. Während vor wenigen Jahren noch mehr als 1000 Wirkstoffe zugelassen waren, sind es heute gerade noch mal rund 400. Im Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz haben wir viele Maßnahmen festgelegt, um eine flächendeckende Minimierung zu erreichen. Das geht von der Forschungsförderung über die Förderung von integriertem Pflanzenschutz bis hin zu Demonstrationsbetrieben. Das ist der richtige Weg, und deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, bei ihrer Entscheidung in Sachen Glyphosat den wissenschaftlichen Sachverstand der Bewertungsbehörden gebührend zu berücksichtigen und gemäß deren Einschätzung der Zulassungsverlängerung für Glyphosat zuzustimmen. Und Herr Ebner, noch ein letzter Satz. Herr Kollege Färber, Sie denken an die vereinbarte Redezeit. Herr Präsident, ich höre Ihre Worte. Auch in Ihrem Antrag, Herr Ebner, können Sie sich eine Zulassung für 3 Jahre vorstellen? Das will ich Ihnen einfach mal auch lobend zugestehen. Ich glaube, da liegen wir so weit gar nicht auseinander. Herzlichen Dank. Zwischenzeitlich liegt mir das Ergebnis der Nachfrage.